Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Nokia sollte Kondome herstellen. An Kindern bewundere ich die Fähigkeit, innerhalb von Sekunden zu erkennen, welche Gegenstände im Raum den meisten Krach machen. Manche Menschen muss man einfach umarmen. Mit Draht. Um den Hals. Feste. Habe heute einen Nazi kennengelernt, der gerne Pokémon spielt. Er ist rechtsradikal. Wo finde ich die Schwangerschaftstests? Neben den Kondomen. Wenn ich wüsste, wo die Kondome liegen, bräuchte ich jetzt diesen verdammten Test nicht. Kinder auf der Rückbank können Unfälle verursachen. Unfälle auf der Rückbank können Kinder verursachen. Drucker so, ich will Papier. Ich so, du hast doch alles gedruckt. Drucker, ich will Papier. Ich, hier, Papier. Drucker, hier, leeres Blatt. Herr Doktor, was soll ich nun mit meinem Übergewicht machen? Ich habe schon alles probiert. Doktor, hören Sie auf, alles zu probieren. Wenn du willst, dass sich dein Physiklehrer aufhängt, dann frag ihn, wie lange ein Lichtjahr dauert. Ich hasse es, wenn außer mir nichts Süßes im Haus ist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ohne Leute wie mich gäbe es heutzutage keine Autobahn. Frauen sind wie Cornflakes, sie können kein Auto fahren. To-do im Kaufhaus, Wassermelone abwiegen, auf Pepperoni drücken und Barcode ausreißen, auf Joghurt kleben und jemand Fremden in den Einkaufswagen legen. Beim Arzt. Arzt, wo tut es denn weh? Ich, Mama fragend anschau. Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Meine Freundin sagt, sie braucht etwas Abstand oder wie sie es nennt, einstweilige Verfügung. Ich würde extra für dich in ein brennendes Haus rennen, nur um dir nochmal in die Fresse zu treten. To do. In der U-Bahn sitzen und einen Mann anschauen. Foto rausholen, vergleichen, Nummer wählen, aufgeregt jemanden anrufen. Boss, ich habe ihn! Wie hieß der erste Taxifahrer? Schlimmes. Der schon in der Bibel steht geschrieben, Schlimmes wird uns widerfahren. Einfach mal ins Matheheft kacken und daneben schreiben. Liebe Lehrerin, berechnen Sie anhand des Kackhaufens, wie scheißegal mir Mathematik ist. Warum hat der Bundestag eine Kuppel? Naja, schon mal einen Zirkus mit Flachdach gesehen? Kennt ihr das, wenn man nach einer Woche Klassenausflug zurückkommt und auf dem Klo einen halben Hirsch zur Welt bringt? Wie viele Feministinnen braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Mir scheißegal, lass die Alte im Dunkeln putzen. Wenn wir allen Blinden anstatt Stöcken Besen geben, dann wäre die Umwelt viel sauberer. Meine Milch wäre morgen abgelaufen. Rate mal, wer heute 16 Schüsseln Komplex zum Frühstück hatte. Wenn ich Putzmittel anstelle von Gleitgel einsetze, läuft mein Sakrotan. Ich wollte gerade einen frisch gepressten Osaf trinken, da habe ich aus Versehen ein Bier aufgemacht. Ich bin aber auch ein Schussel. Ich habe bereits den 5. Band der Wie lernt man zählen Trilogie. Ich hätte gerne 2 Kugeln Eis. Schoko oder Vanille? Ja. Ja, was? Ja, Sir! Eisverkäufer, Sir! Alte Autoreifen sind echt abgefahren. Wie kriegt man am besten Kaugummi aus den Haaren? Mit Krebs. Der Sommer. Vorteil? Manche Frauen haben weniger an. Nachteil? Manche Frauen haben weniger an. Der Lehrer. Lehrer? Kommt schon, traut euch zu antworten, euch passiert schon nichts. Schüler. 12? Lehrer? Und jetzt mal bitte jemand, der kein totaler Vollidiot ist. Full House. Pokerface like a boss. Straight Flush, Pokerface like a boss. Royal Flush, Pokerface like a boss. Plus 4 bei Uno. Ha, ihr geht unter, ihr Motherfucker! Takeshis Castle läuft wie... Ah nee, sorry, ist nur Frauenfußball. Neulich bei RTL. Jacqueline 30 findet es asozial, dass ihre Tochter 15 ein Kind bekommt. Frauen wollen kleine Handtaschen, kleine Hunde und kleine Handys. Bald wollen sie kleine Penisse und dann kommt deine Zeit! Wie sich Amis bei einem Telefonat mit uns vorkommen müssen. Sie, Good morning, Sir. Wir, Günther am Apparat. Jo Leute, lustige Witze gibt's ab jetzt jeden Freitag um 17 Uhr. Gebt mal einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und klickt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis nächste Woche.